Hallo, meine Lieben, ich begrüße euch zur neuen Wochenbotschaft für die Woche vom 9. September bis zum 15. September 2024. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Dankeschön fürs Zuschalten und ich hoffe natürlich auch so wie immer, dass es euch richtig gut geht. Und so wie immer stelle ich euch erst einmal zu Beginn die Kartendecks vor, die ich heute mitgebracht habe. Vor dir siehst du, damit mache ich auch den Beginn, den Anfang, klingt ein bisschen besser. Da verwende ich zu Beginn das Heaven and Earth Tarot von Jack Sephiroth. So, dann sind auch mit dabei die wunderschönen Kalat Cards. Dann verwende ich im Anschluss die Lichtportale Aktivierungskarten von Kyle Gray. Auch mit dabei das Ask Your Guides Orakel von Sonja Choquette. Und zu guter Letzt verwende ich das Avalons Vermächtnisorakel von Melanie Missing und Annemarieke Schulz. Okay, so viel dazu, ihr Lieben. Jetzt würde ich sagen, steigen wir doch ganz einfach mal ein in die Wochenbotschaft und schauen einfach mal, was die kommende Woche zu bieten hat, wie die Energien so sind nächste Woche, womit du nächste Woche rechnen kannst. Denkt bitte daran, ihr Lieben, dass das hier natürlich eine ganz allgemeine Legung ist. Nicht jeder von euch muss oder kann damit in Resonanz gehen. Ja, jetzt muss ich erstmal die Karten hier wieder in den Griff kriegen. Wenn du also Ende der nächsten Woche feststellen solltest, dass überhaupt nichts eingetroffen ist und dass es auch nicht stimmig war, dann lass bitte los und dann mach das Ganze bitte nicht noch irgendwie passend, okay? So, dann schauen wir doch jetzt mal in die Energien der nächsten Woche hinein. Der 9. bis 15. September. Okay, was bringt also die kommende Woche dem Kollektiv die Energien in der nächsten Woche, was kommt? Der 9. bis 15. September, nächste Woche, was sind die Energien? So wie immer hätte ich ganz gern dazu fünf Karten für die nächste Woche. Nummer 1. 9. bis 15. September, was sind die Energien in der nächsten Woche? Noch vier Karten hätte ich jetzt ganz gern dazu. Warte mal, die müssen so rum. Umgekehrte Karten nehme ich nicht. Es sei denn, sie drängen sich mir wirklich regelrecht umgekehrt auf, ne? Dann verwende ich auch umgekehrte Karten. So, noch vier Karten hätte ich ganz gern für die kommende Woche. Der 9. bis 15. September. Ich bilde mir ein, sie gesehen zu haben. Sie ist mehr oder weniger auf meinen Ellenbogen gelandet. 19. sage ich schon. Der 9. bis 15. September, nächste Woche. Okay, die hebe ich gleich auf. Noch zwei Karten bitte für die nächste Woche. 9. bis 15. September in der nächsten Woche. Die ist auch ziemlich eindeutig. Die eine Karte hebe ich mal auf. So, okay, da haben wir es. Ihr Lieben, das Ganze lege ich natürlich so wie immer erstmal ordentlich in die Kamera und dann geht es los mit dem Reading für die kommende Woche, wo ich auf jeden Fall natürlich auch schon sehr gespannt bin. Ich hoffe, du auch. Und energetisch ist ja momentan auch sehr, sehr viel los, ne? Das dürften ja wahrscheinlich einige von euch ebenfalls auch spüren. So. Warte mal, das Ganze geht ruhig noch ein kleines bisschen in die Richtung. Und dann würde ich sagen, legen wir los mit dem Reading jetzt für die kommende Woche. Ich beginne, ihr Lieben, so wie immer mit der Karte jetzt hier unter dem Kartendeck. Und diese Karte ist für die kommende Woche auf jeden Fall natürlich von größerer Bedeutung. Sie hat auf jeden Fall was Wichtiges zu sagen. Und deswegen würde ich sagen, wir starten mal mit der Karte drunter. Da haben wir für die kommende Woche, okay, krass, hier zeigt sich auf jeden Fall der Teufel. Und der Teufel, ihr Lieben, das sind natürlich gewisse Abhängigkeiten. Das sind gewisse, vielleicht auch negative Glaubenssysteme, negative Überzeugungen, vielleicht auch etwas, was nicht ganz so,
naja, rund läuft. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, aber der Teufel ist wirklich ein Hinweis darauf, dass man hier in irgendeiner Art und Weise sich nicht wirklich frei fühlt. Im Gegenteil, man fühlt sich hier sozusagen eher gebunden, vielleicht auch abhängig, ne? Der Teufel kann ja sozusagen auch für das, ja, für das Dunkle, für das Düstere an sich natürlich stehen. Das kann jetzt auch ein Hinweis darauf sein, dass einige von euch oder generell die Menschen auch momentan mit gewissen Schattenthemen konfrontiert werden, weil der Teufel ist natürlich auch Schattenenergie. Ne? Und ich habe sowieso das Gefühl, dass jetzt, ich habe das glaube ich jetzt auch im letzten Reading schon gesagt, und zwar das Wochenend-Reading. Da habe ich ja glaube ich auch gesagt, dass jetzt momentan die sogenannten Leichen aus dem Keller geholt werden, dass wir jetzt wirklich konfrontiert werden mit unerlösten Themen, mit gewissen Schattenanteilen, mit den sogenannten dunkleren Anteilen. Das kann natürlich damit gemeint sein. Es kann ebenfalls auch bedeuten, dass vielleicht auch einige von euch das Gefühl vermehrt haben, vor allem jetzt auch noch nächste Woche, mit Dunkelheit umgeben zu sein oder mit Fremdenergien vielleicht auch, ne? Also der Teufel ist auch immer so eine Einmischungsenergie. Man mischt sich hier quasi wirklich ein. Das sind störende, manipulative Energien, ne? Also Fremdbestimmung kann hier eine Rolle spielen, ebenso auch so etwas wie Fremdenergien, wo man das Gefühl hat, okay, ich fühle mich irgendwie so ein bisschen besetzt, ne? Aber ich sag mal so, die Energie fließt dorthin, wo die Aufmerksamkeit ist. Das heißt, wenn du dich vermehrt darauf konzentrierst, dann wird das auch natürlich mehr werden. Gib dieser Energie Macht und sie wird, ja, regieren, sage ich jetzt ganz einfach mal, ne? Okay, also der Teufel, Abhängigkeiten, etwas ist nicht ganz gesund, es ist eher toxisch. Und was haben wir dann drunter für eine Karte? Da haben wir jetzt, lass mich mal überlegen, das sind jetzt die vier der Stäbe. Genau, hier sehen wir die vier Stäbe. Es geht ja also um eine gewisse Vollendung. Es geht darum, einen Meilenstein zu erreichen. Vielleicht geht es hier auch um etwas in einem Bereich deines Lebens. Die vier der Stäbe stehen auf jeden Fall natürlich auch für die Grundsäulen des Lebens. Das wären zum Beispiel Beruf, Finanzen, Gesundheit, Familie, Partnerschaften, ne? Und in diesen einem oder in mehreren Bereichen scheint etwas, naja, aus dem Gleichgewicht geraten zu sein, sagen wir es mal so. Und die vier der Stäbe, perfect work. Also hier geht es ebenfalls auch um eine perfekte Arbeit. Man hat hier also etwas Bestimmtes erreicht. Ne? Das ist also oftmals ebenfalls auch die Energie der Vollendung. Aber ich würde sagen, wir gucken jetzt, was rausgefallen ist. Ihr Lieben, ich beginne mit der ersten Karte für die kommende Woche und da haben wir folgende Energie. Das sind die drei der Münzen. Die drei der Münzen ist gut, auf jeden Fall, weil das ist grundsätzlich eine schöne Energie, denn sie steht tatsächlich hauptsächlich für eine Verbesserung. Also hier kann man wirklich davon ausgehen, etwas wird durchaus besser, etwas wird verbessert. Es kann jetzt ein Hinweis darauf sein, dass du in der nächsten Woche etwas verbessern möchtest. Ja? Zum Beispiel die Beziehung zu jemandem, zum Beispiel möchtest du vielleicht auch an dir arbeiten. Das ist klassisch auch ebenfalls die Teamarbeitsenergie. Es kann also bedeuten, dass du mit jemandem zusammen an etwas arbeitest. Und Teamwork makes the dream work. Diesen Spruch kennst du wahrscheinlich. Und ja, hier arbeitet man gemeinsam an etwas, obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, für mich ist die drei der Münzen der Energie von jemandem, der hier wirklich arbeitet. Und wenn er Hilfe benötigt, dann kann er auf die Hilfe von den beiden zurückgreifen. Ja, das ist also klassisch eine Energie für mich persönlich, ja, Arbeit. Es geht also um Arbeit. Man arbeitet an etwas, man ist sehr fleißig, man ist sehr hingebungsvoll. Ja. Und wenn nötig, kann man hier durchaus auch auf Hilfe zurückgreifen, weil Hilfe ist auf jeden Fall da. Ja, womit das zu tun hat, das weißt du jetzt natürlich am besten und wir werden sehen, wie sich das Reading jetzt natürlich jetzt entwickelt. Was haben wir hier für die kommende Woche? Das ist die Welt. Also hier kann es durchaus sein, dass eine Arbeit zu Ende gebracht wird. Eine Arbeit wird vollendet. Und ich habe richtig geguckt, weil ich habe ja vorhin während des Missions gesagt, dass mir die Karte hier auf dem Ellenbogen gefallen ist. Und ja, ich habe richtig vermutet. Und die Welt, das ist die, ja, das ist, na, sag doch, es geht um Vollendung. Es geht wirklich um Vollendung. Ein Kapitel geht zu Ende. Ein Kreislauf schließt sich, kann man hier ebenfalls auch sagen. Etwas wird vollendet. Also hier ist es jetzt wirklich ein Hinweis darauf, irgendeine Arbeit geht hier auf jeden Fall zu Ende. Zum Beispiel etwas im beruflichen Bereich, vielleicht auch bei dir. Es kann vielleicht bedeuten, dass du vielleicht kündigst. Es kann bedeuten, dass du gekündigt hast oder gekündigt wurdest und dass du nun vielleicht den Weg der Selbstständigkeit gehst oder dass du ein neues Arbeitsverhältnis eingehst. Das kann natürlich jetzt damit gemeint sein. Es ist jetzt generell ein Hinweis darauf, hier geht auf jeden Fall etwas zu Ende. Höchstwahrscheinlich im materiellen, beruflichen Bereich, weil wir haben mit der Welt und mit dem Teufel doppelte Steinbockenergie.
Vielleicht bist du Steinbock, wenn du mir jetzt hier zusiehst und das Reading ist deins. Das kann natürlich sein. Ansonsten geht es hier wirklich um die Energie der Steinböcke. Und Steinbock-Energie ist übrigens auch, fällt mir gerade ein, ist auch die Drei der Münzen. Die Drei der Münzen ist auch eine weitere Steinbock-Energie. Also, wenn du Steinbock bist, Sonne, Mond, Aszendent, dann ist die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall hoch, dass das dein Reading jetzt hier ist. Ne? Ansonsten, wie gesagt, geht es um die Energien und da geht es wirklich auch um harte Arbeit. Es geht um Geduld, es geht um Durchhaltevermögen, um Ausdauer und um Disziplin. Steinböcke sind sehr, sehr durchhaltevermögend und sie sind sehr diszipliniert. Also kann es jetzt hier wirklich bedeuten, dass du in Bezug auf etwas sehr diszipliniert bist, was auch immer es ist. Okay, wir gucken mal weiter. Was haben wir hier? Die Prinzessin der Kelche, das ist die, die runtergefallen ist. Die Prinzessin der Kelche, da geht es auf jeden Fall natürlich um die Gefühlsfreiheit. Was ich damit meine, ist einfach die Prinzessin der Kelche, die schwelgt in Gefühlen. Die folgt ihrem Gefühl. Die ist sehr fantasievoll. Die ist ebenfalls auch kreativ. Ja, kreativ veranlagt. Und jetzt hier auch in der Spiegelung zu den drei der Münzen habe ich das Gefühl, dass du deinen Visionen folgst. Dass du dem folgst, was du dir erträumst, was deine Visionen sind, das, was du dir ersehnst. Ja, du folgst ja quasi deinen Gefühlen. Ja, du gehst den Weg der Erfüllung, weil die Kelche, das ist ja auch so diese Liebe, das ist Erfüllung, es geht um die Emotionen. Es kann auch ebenfalls bedeuten, dass du, dass hier emotional bei dir, wenn es um deine emotionale Reife geht, dass da hier auch an etwas gearbeitet wird. Und hier zeigt sich ja auch der Teufel. Und ich habe da auf jeden Fall schon bei einigen von euch das Gefühl, dass an gewissen Schattenthemen gearbeitet werden. Oder dass du an Schattenthemen und erlösten Anteilen auch arbeitest. Das habe ich auch so ein bisschen im Gefühl bei einigen von euch. Ja, aber bei vielen anderen spüre ich dennoch wirklich das Berufliche. Vielleicht auch geht es hier durchaus um die Berufung. Die Prinzessin der Kelche ist auch ebenfalls sehr anmutig. Sie ist in Flirtlaune. Sie zeigt offen ebenfalls auch ihre Gefühle. Das kann jetzt hier ebenfalls auch damit gemeint sein. Für einige andere, für einige andere von euch bekomme ich jetzt hier ebenfalls auch rein. Pass ein bisschen auf, dass du nicht emotional überreagierst, ja? Weil die Prinzessin der Kelche, sie zeigt ihre Gefühle, was gut ist, aber das kann auch negativ sich auswirken, zum Beispiel auf andere, wenn man jetzt hier zum Beispiel aus gewissen Themen oder aus gewissen Dingen ein Drama macht, ne? Das habe ich jetzt hier auch für einige von euch. Also, umsetzen von gewissen Visionen und ja, das sind klassische Arbeitsenergien. Hier wird an etwas gearbeitet, ne? Du arbeitest möglicherweise oder hier wird an deinen Emotionen gearbeitet, an deinen Gefühlen, das kann damit gemeint sein. Die Prinzessin oder die Prinzessin steht ja ebenfalls auch für den Buben im Tarot und der Bube oder Buben generell steht ebenfalls für Gelegenheiten, für Angebote, die auf dich zukommen. Es kann auch bedeuten, dass du dass du ein Angebot bekommst, beruflich oder vielleicht auch in einem anderen Bereich deines Lebens, ein Angebot auf eine Zusammenarbeit. Ja, dass du vielleicht, dass jemand anbietet, mit jemandem zusammenzuarbeiten, beruflich gesehen, um etwas zu bewirken auf der Welt. Haha, hier haben wir so die Welt, ne? Das kann natürlich jetzt damit auch gemeint sein. Okay, was haben wir hier? Der Ritter der Stäbe, der ist auf jeden Fall euphorisch, der ist leidenschaftlich, der hat auf jeden Fall Bock. Ne? Sagen wir es wirklich mal so. Zum einen kann das jetzt hier wirklich für dich bedeuten, dass du sehr euphorisch bist, dass du sehr leidenschaftlich bist, vielleicht auch hier unter etwas ungeduldig, aber trotzdem sieht man, man ist hier wirklich für etwas Feuer und Flamme. Das kann jetzt durchaus schon damit gemeint sein. Also hier kann es wirklich sein, dass du nächste Woche durchaus sehr aktiv bist, dass du sehr ins Umsetzen kommst, dass du hier etwas tust, deinem Gefühl folgst, dass du vielleicht auch ein Angebot annimmst. Ne? Das kann damit gemeint sein. Also hier ist man wirklich sehr, sehr euphorisch. Hier hat man wirklich, hier fühlt man sich begeistert, man ist inspiriert, man ist mutig. Ne? Und das kann jetzt auch damit gemeint sein, dass du durchaus sehr motivierend bist, dass du sehr begeistert bist für etwas, für eine Angelegenheit, höchstwahrscheinlich im beruflichen Bereich. Wie gesagt, Steinbock-Energie, da geht es auch um die Karriere, das Berufliche sozusagen, ebenfalls auch öffentliche Anerkennung. Es kann auch ebenfalls bedeuten, dass jemand ja öffentlich auf dich zukommt, dass du dich auch mit jemandem triffst. Was spüre ich hier ebenfalls noch? Ich spüre für einige von euch ebenfalls auch soziale Medien. Soziale Medien, solltest du im Social Media Bereich irgendwie tätig sein, dann habe ich das Gefühl, da kommt jemand auf dich zu. Möchte vielleicht mit dir zusammenarbeiten oder du gehst auf jemand anderen zu. Das ist durchaus ebenfalls auch möglich, ja?
Bei dem Ritter der Stäbe muss man natürlich ebenfalls auch aufpassen, dass dieses Feuer nicht so schnell wieder erlischt, ne? Weil der Ritter der Stäbe steht auch oftmals für eine Art Strohfeuer. Erst ist man wirklich für etwas oder vielleicht auch für jemanden Feuer und Flamme, aber dann plötzlich auch wieder nicht mehr. Okay? So, lass mal schauen. Was haben wir hier? Die 10er Kelche. Also das ist ja wirklich wow. 10er Kelche ist natürlich Erfolg. Hier steht ebenfalls auch wirklich durchaus ja, Erfolg. Und es geht hier natürlich ebenfalls auch um die Seelenfamilie. Man ist jetzt zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit den richtigen Menschen zusammen. Es geht um tiefe Geborgenheit, tiefe Liebe, die Familie. Ja, es kann auch wirklich bedeuten, dass du hier mit jemandem arbeitest aus deiner Familie oder das Gefühl hast, du arbeitest mit jemandem zusammen aus deiner Seelenfamilie. Ja, es kann auch vielleicht bedeuten, dass dir jemand den Rücken stärkt aus deiner Seelenfamilie, zum Beispiel dein Partner oder bester Freund, beste Freundin. Das ist durchaus auch möglich. Wir sehen hier auf jeden Fall schon sehr viel Gefühlsreichtum. Ja, also sehr viel Gefühl ist hier auf jeden Fall. Da frage ich mich natürlich, dadurch, dass ich jetzt hier ebenfalls durchaus auch positive Karten zeige, da frage ich mich, was hat das mit diesem Teufel auf sich? Im besten Fall geht es hier durchaus um Ambitionen. Ja, weil der Teufel im positiven Sinne steht also ebenfalls auch tatsächlich für, ja, auch für gewisse Leidenschaften, aber auch für Ambitionen. Wie gesagt, das ist die Energie des Steinbocks. Wir haben dreimal Steinbock-Energie. Gut, hier wäre jetzt Wassermann ebenfalls jetzt auch noch, also Steinbock-Wassermann-Energie. Aber doch, Steinbock ist hier durchaus wirklich im Vordergrund. Es kann auch bedeuten, dass du es mit einem Steinbock zu tun bekommst. Oder vielleicht auch mit jemandem, der sehr diszipliniert ist, der hart arbeitet, der sehr viel Wert auf Materielles legt, aber ebenfalls auch auf öffentliche Anerkennung, aber ebenfalls, der das Berufliche, das Materielle auch sehr, sehr wichtig ist. Es kann auch wirklich ein Hinweis für dich sein, dass du nächste Woche sehr beschäftigt bist, sehr viel arbeitest und dass das Thema Arbeit für dich nächste Woche durchaus sehr wichtig ist. Okay. Die Prinzessin legt man mal jetzt hier weiter höher. Es geht ja auf jeden Fall darum, dem Gefühl zu folgen, auf sein Gefühl zu hören. Das auf jeden Fall die Prinzessin der Kelche. Es ist halt eben auch, ich muss es dazu sagen, ihr Lieben, ich muss dazu sagen, dass die Prinzessin ebenfalls aber auch eine Prinzessin ist und keine Königin oder auch ebenfalls kein König. Ich wäre hier so ein bisschen vorsichtig vor einer eventuellen Blauäugigkeit und Vorsicht vor Naivität. Ja, weil wie gesagt, wir haben hier durchaus auch den Teufel. Ich habe das Gefühl, dass einige von euch in irgendeinem Bereich erfolgreich wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich sind, weil wir haben hier Erfolg, hier haben wir die Welt, das ist ja auch der brillante Erfolg. Und deswegen kann es durchaus sein, dass du hier durchaus auf Energien triffst, die da, naja, ich sag's mal so. Das Licht zieht hier ebenfalls auch ganz gerne die Motten an. Nichts gegen Motten. Motten sind ebenfalls auch, sie stehen ebenfalls natürlich auch für die Transformation und so weiter. Aber ich denke, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Jeder Schatten wirft ein Licht. Nee, anders. Jedes Licht wirft ein Schatten. Okay? Jedes Licht wirft ein Schatten. Und in irgendeiner Art und Weise wirst du hier gesehen. Gehst vielleicht auch mal etwas an die Öffentlichkeit. Und da kann es sein, dass man hier ebenfalls auch auf Menschen trifft, auf Energien trifft, die da daran zehren so ein bisschen, ja? Die sich da von dieser Energie ernähren wollen. Sagen wir es wirklich mal so, okay? Für einige von euch scheint es hier vielleicht auch tatsächlich um eine Liebelei zu gehen, eine Romanze, vielleicht auch so etwas wie eine Art Affäre. Der Ritter der Stäbe, das ist, oder er kann durchaus auch für ein, ja, sexuelles Abenteuer stehen. Für jemand, der erst Feuer und Flamme ist für etwas, aber dann auch wieder nicht. Ne? Also mit dem ist Leidenschaft möglich, aber etwas Festes, Stabiles, ich wäre vorsichtig. Ne? Und auch der Teufel kann durchaus auch für eine gewisse Obsession stehen, für Fixierung, Besessenheit. Das ist durchaus auch möglich. Ich habe hier durchaus so eine Energie liegen. Zu starker Fokus, entweder auf das Materielle, auf öffentliche Anerkennung, das habe ich hier auf jeden Fall. Aber ebenfalls auch, wenn es jetzt hier um Leidenschaft geht und Freundschaft plus und so weiter, das ist ja auch schon, das ist schon zu sehen, ja? Für einige von euch wohl bemerkt.
Ich darf natürlich jetzt auch nicht außer Acht lassen, dass wir hier die 10. Kelche haben. Und das ist natürlich tiefe Liebe, tiefe Geborgenheit, die Familie, der Himmel auf Erden, wenn du es so willst. Ja, also wunderwundervoll. Es kann hier vielleicht auch um Neid und Eifersucht gehen. Vielleicht. Oder Missgunst, ne? So, jetzt bin ich gespannt, was denn die Kalat-Karten sagen. Also, so, die nächste Woche, der 9. September bis 15. September nächste Woche. Was sind die weiteren Botschaften für die kommende Woche? Was sind die weiteren Energien in der nächsten Woche, der 9. bis 15. September in der nächsten Woche? Nummer 1. Oh, wow. Dazu sage ich gleich was. Ich hätte dazu jetzt vielleicht auch noch ganz gerne nähere Hinweise. Weitere Einsichten, bitte. Weitere Einsichten für die kommende Woche, der 9. bis 15. nächste Woche. 9. bis 15. in der. Ach du meine Güte. Boah. Oh, meine, boah, krass. Weitere Einsichten bitte für die kommende Woche. 9. bis 15. September in der nächsten Woche. Welche Energien zeigen sich noch? Okay, hier ist noch eine rausgefallen. Gut. Ich muss jetzt wirklich ganz genau darauf achten, wie ich das Ganze dir jetzt übermittle. Weil hier zeigt sich schon etwas sehr, sehr Sensibles. Ein sehr sensibles Thema zeigt sich hier. Ihr Lieben, also, wir haben jetzt hier zum einen das Kind. Wir sehen hier eine Art Spiegel oder Art oder ebenfalls auch eine Art Portal, eine andere Welt, wenn du es so möchtest. Und das haben wir zweimal. Hier ist ein Kind abgebildet und hier eine Frau. Also, ihr Lieben, oh, ich muss jetzt echt aufpassen, wie ich das sage. Solche Themen gehen mir ebenfalls auch wirklich sehr, sehr nah. Und ich muss da wirklich jetzt auch ein bisschen. Ja, pass auf, ich sag's einfach. Ich habe das Gefühl, dass einige von euch es mit einer Seele zu tun haben, die von euch gegangen ist. Hier macht sich anscheinend jemand bemerkbar oder aber das Thema wird nächste Woche präsent. Ja, weil es kann durchaus sein, dass hier jemand wirklich stark an deiner Seite ist. Jemand, den du verloren hattest. Ja, vielleicht, hier ist ein Kind abgebildet, ne? Ich glaube, du kannst es eins und eins zusammenzählen. Und du weißt, was ich dir jetzt versuche mitzuteilen. Ich wage es mir gar nicht auszusprechen. Und hier ist eine Frau abgebildet. Es kann durchaus sein, dass jemand möglicherweise von dir gegangen ist. Und diese Energien zeigen sich hier in der nächsten Woche ganz, ganz präsent. Ja, und ich bekomme auch beinahe tatsächlich so Energien rein, dass es durchaus sein kann, dass wir nächste Woche hin und wieder Tage haben oder dass zu gewissen Zeiten der Schleier zur anderen Welt dünner ist als gewöhnlich und dass wir mehr Dinge wahrnehmen als sonst. Es kann auch wirklich bedeuten, dass einige von euch, wenn niemand von dir gegangen ist, wenn du weißt, was ich meine, dann habe ich das Gefühl, dass du in der nächsten Woche eine Begabung dafür haben wirst, Verstorbene wahrzunehmen. Okay? Geister wahrzunehmen, Verstorbene wahrzunehmen, Arbeit mit den Ahnen, Arbeit mit Verstorbenen. Das ist hier auf jeden Fall zu sehen, ihr Lieben. Eine weitere Karte ist jetzt hier rausgefallen. Und zwar ist es die Nummer 28. Da haben wir jetzt hier den Hafen. Hafen mit Boot. Mit einem Boot abgebildet. Also hier kann es durchaus sein, dass es in irgendeiner Art und Weise darum geht, sein, ja, anzukommen. Ja? Entweder geht es darum, wirklich anzukommen. Oder es geht darum, seine Segel zu setzen und abzuhauen von einem Ort oder umzuziehen. Eine Reise kann jetzt hier ebenfalls auch damit gemeint sein. Ebenfalls auch eine Art Übergangsenergie. Es muss nicht tatsächlich um den wirklichen Tod an sich gehen. Es kann auch lediglich um eine Art Übergangsphase. Es kann auch hier eine Art Übergangsphase damit gemeint sein. Ein Übergang in eine neue Welt, Übergang in eine neue Schwingung sozusagen, in ein neues Bewusstsein. Ja, das kann tatsächlich natürlich damit auch gemeint sein. Okay, drunter haben wir jetzt hier die Perle. Bei dieser Energie bekomme ich hier Schmuckstücke rein, ebenfalls auch so etwas wie etwas ist einem wirklich sehr, sehr lieb, etwas ist einem sehr teuer, etwas ist sehr wertvoll. Ja, das bekomme ich hier rein. Aber ihr Lieben, ich muss mal ganz, ganz kurz schauen, was die Karten denn noch aussagen. Vielleicht bekomme ich da jetzt noch nähere Infos dazu.
Wofür das Ganze denn jetzt hier noch steht, die 28. Schauen wir doch mal. Das ist der Hafen. Es geht ja also hier auch wieder um das Verreisen oder auch um Bewegung, um Transport. Das kann auch bedeuten, dass hier um das, ja, um den Transport von etwas geht. Aber hier habe ich schon das Gefühl, dass es darum geht, entweder etwas zu verlassen oder hier an etwas anzukommen. Vielleicht möchtest du nächste Woche verreisen oder es geht ja in irgendeiner Art und Weise auch hier um das Ankommen. Ich habe das Gefühl, weil sich jetzt hier der Hafen zeigt, die Welt und die 10 der Kelche, habe ich das Gefühl, dass einige von euch das Gefühl haben, okay, ich bin da. Ich bin angekommen. Entweder an einem Wohnort, beruflich oder vielleicht auch bei einem anderen Menschen. Das ist das, was ich hier wahrnehme. Ich spüre hier Energien tatsächlich, entweder von Verreisen, ein Übergang oder wirklich tatsächlich das Ankommen. Das ist auf jeden Fall das, was ich wahrnehme. Transportmittel. Flugzeug wäre jetzt hier auch damit gemeint. Es kann sein, dass du fliegst vielleicht, dass du ja mit dem Bus fährst. Auch das ist durchaus möglich. Oder aber mit dem Zug und so etwas in der Richtung, ne? Okay, die Perle, die sich jetzt hier drunter zeigt. Ne? Ich zeige es dir nochmal. Da haben wir, das ist eine Energie ebenfalls auch von Aufstieg. Das ist eine Energie von Status. Status passt auch sehr gut zur Steinbock-Energie. Also ebenfalls auch Werte, wie ich das auch schon gesagt habe, aber ebenfalls auch Upgrade. Also hier geht es wirklich darum, in irgendeiner Art und Weise seinen Wert ebenfalls auch zu übermitteln. Also es geht ja auch um Selbstwert. Ein hohes, gesteigertes Selbstwert nehme ich hier ebenfalls auch wahr. Es kann auch wirklich bedeuten, zum Beispiel, dass du jetzt im Bereich Beruf selbstbewusster wirst. In deinen Fähigkeiten, in dem, was du fühlst, in dem, was du wahrnimmst. Ne, dass du jetzt selbstbewusster wirst, dass du dir mehr vertraust und auch deinen Fähigkeiten oder dass du vielleicht jetzt auch selbst genug bist, um dich jetzt hier öffentlich auch zu zeigen. Das ist durchaus jetzt auch möglich, weil die Welt ist ja auch sozusagen die Welt, ne, World Wide Web, also das Internet vielleicht auch. Und da kann es sein, dass du da diesbezüglich jetzt an etwas arbeitest und deinen Träumen, Visionen wirklich folgst. Ja, das ist damit jetzt natürlich auch gemeint. Okay. Und was ich ganz interessant finde, hier zeigt sich der Hund. Und diese drei Karten, ne, diese Karten, es sind sehr viele Karten. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele, aber es sind viele Karten auf jeden Fall. Und alle drei Karten, die auf eine Person hindeuten, die von einem gegangen ist, die auf der anderen Seite ist, ne, alle drei Karten sind hier. Von, ich weiß nicht, auf jeden Fall locker über 50 Karten, ja. Das ist schon ziemlich krass, ihr Lieben. Also ziemlich interessant. Es geht um das Ankommen, vielleicht auch das Verreisen. Hier, man nimmt hier jemanden auf jeden Fall wahr, was ich eben alles auch schon gesagt habe. So, jetzt geht es weiter mit den Lichtportale-Aktivierungskarten. Ich habe übrigens alle Kartendecks am Anfang vorgestellt. Solltest du das nicht gesehen haben. Also, was ist denn jetzt hier das Hauptthema? Die Grundenergie in der nächsten Woche, die Grundbotschaft, die übergreifende Energie in der nächsten Woche. Der 9. bis 15. September. Ich hätte beinahe schon wieder 19. gesagt, aus Versehen. Vielleicht spielt der 19. bei euch eine Rolle. Das wäre übernächste Woche. Der 19.9. könnte also ein wichtiges Datum sein für einige von euch. Vollendungsenergie höre ich gerade. Es kann sein, dass bis dahin sich etwas vollendet. Okay. Was ist die übergreifende Botschaft, die übergreifende Energie in der nächsten Woche, der 9. bis 15. Da haben wir es ja auch schon. Aha. Da haben wir The Halls of Learning, die Hallen des Lernens. Es geht hier also um deine Spirit Guides, die sich hier also zeigen. Guck mal. Spirit Guides, die hier sehr, sehr stark an deiner Seite sind. Möglicherweise tatsächlich auch jemand, der schon von dir gegangen ist, der bereits auf der anderen Seite ist. Okay, das ist dir durchaus auch möglich. Es kann wirklich bedeuten, dass du mit dieser Seele arbeitest, dass diese Seele mit dir arbeiten möchte. Vielleicht versucht, dich zu erreichen, dich hier unterstützt in deinem Prozess. Ja, ich weiß es nicht genau, was du jetzt zum Beispiel jetzt auch beruflich machst, aber ich habe das Gefühl, dass dieser jemand dich entweder führt oder dass du mit diesem Menschen zusammenarbeitest und von diesem Menschen auch Impulse bekommst, von dieser Seele. Okay, das ist durchaus auch möglich. Also deine Spirit Guides, die sind hier schon sehr präsent. Okay, es geht hier um Confirmation, also eine Art Bestätigung und es geht hier um Great Lessons, große Lektionen. Hier wird auf jeden Fall schon darauf hingewiesen, dass nochmal eine Art Lernaufgabe, eine Art, ja, schon Prüfung auf dich zukommt.
weil wir haben hier, ich wiederhole mich noch einmal, wir haben hier starke Steinbock-Energie. Und Steinbock, der regierende Planet des Steinbocks, ist der Saturn. Und Saturn kann auch wie eine Art Prüfer sein, kann auch für gewisse Tests stehen. Es kann also bedeuten, dass du nächste Woche vielleicht Prüfung hast in deiner Ausbildung oder ne, eine schriftliche Prüfung, das kann damit gemeint sein. Es kann auch wirklich bedeuten, dass du zum Beispiel nächste Woche das Gefühl hast, dass das Universum dich sozusagen prüft in der nächsten Woche. Ja, und es geht also darum, in irgendeiner Art und Weise eine Art Test zu bestehen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass du es auch tust, dass du auch bestehst. Ja, das ist das, was ich hier bis jetzt auf jeden Fall schon sehen kann. Es geht ja auf jeden Fall auch um Erkenntnisse. Ich habe das Gefühl, dass sie gerade dir sagen möchte: Vertraue auf das, was du weißt. Vertraue auf deine Erfahrung, die du bisher gesammelt hast, oder wenn sich jetzt etwas nicht ereignet hat, wenn etwas nicht so gekommen ist, wie es sollte, dann vertraue darauf, vertraue auf das, was du weißt. Okay, es kann auch wirklich bedeuten für dich, dass du nächste Woche sehr viel lernst. Okay, was haben wir drunter? Oha, das sind die Arcturien-Lichtcodes. Es geht ja also um evolutionäre Downloads. Es geht darum, die eigene Kraft zurückzurufen und Zukunftsdenken. Und genau das habe ich jetzt irgendwo schon jetzt am Wochenende wahrgenommen, also in der Wochenendlegung. Da habe ich auch gesagt, dass einige von euch nun auch jetzt wirklich sich mehr und mehr auf die Zukunft orientieren oder auf die Zukunft ausrichten, dass du jetzt beginnst, auch nach vorne zu blicken. Ja, und vielleicht sogar auch langfristig jetzt wirklich planst und denkst. Es kann ebenfalls auch bedeuten, dass du nächste Woche einige Downloads bekommst von deinen Spirit Guides, von deinen Ahnen zum Beispiel auch. Okay, Recalling Power, die Kraft zurückrufen. Heißt also, du kommst wieder vermehrt in deine Power. Du vertraust auch wieder dir selbst und deine Kraft auch wieder mehr und auch deinen Talenten möglicherweise. Ja, du vertraust dir mehr, deinen Talenten. Das ist auf jeden Fall zu sehen. Kann auch wirklich sein, dass einige von euch jetzt hier ebenfalls auch wieder sichtbarer werden. Dadurch, dass wir hier starke Steinbock-Energie haben, mit dem Teufel übrigens auch, ne, den darf ich natürlich nicht ignorieren, kann es jetzt hier auch ein Hinweis darauf sein, dass einige von euch sich ein bisschen zu sehr auf das Materielle, auf das Außen fokussieren, auf Status, auf Gewinn wollen, auf erfolgreich sein, viel Geld gewinnen, auf Fülle. Ja, bis zu einem gewissen Grad ist es okay, aber mit dem Teufel kann das Ganze dann doch schon etwas toxisch werden. Ich muss es dazu sagen, okay? So, jetzt hätte ich ganz gern weitere Einsichten für die kommende Woche. Was zeigt sich noch? Ich nehme ebenfalls auch eine leichte bis mittelmäßige Reizbarkeit wahr. Das muss ich sagen, spüre ich auch extrem seit dem Wochenende jetzt. Ja, also dieses Genervtsein, man ist so ein bisschen über, naja, ein bisschen reizbar, sagen wir es wirklich mal so. Man fühlt sich wirklich gereizt, man ist genervt auch ein bisschen. Also es kann sein, dass diese Energien sich hier ebenfalls auch bei dir zeigen, ne? Okay, weitere Botschaften hätte ich ganz gerne jetzt für die nächste Woche. Der 9. bis 15. September. 9. bis 15. September nächste Woche. Weitere Botschaften, weitere Energien bitte. Da hätte ich jetzt ganz gern zwei Karten. Zwei Karten aus diesem wundervollen Kartendeck. Nächste Woche, der 9. bis 15. September. Was sind die Energien noch nächste Woche? Die Energien im Kollektiv. Was zeigt sich noch nächste Woche? Nummer 1. Noch eine Karte. Eine Karte hätte ich jetzt noch ganz gern für die kommende Woche. 9.9. bis 15. September nächste Woche. Das Ganze bitte etwas deutlicher. Das Ganze bitte etwas deutlicher nächste Woche. Nee, so nicht. Das mache ich so auf jeden Fall nicht. So, zurück. Ich kann dir auf jeden Fall gleich schon mal sagen, was ich dazu jetzt noch alles wahrnehme. Ich habe hier gerade noch eine Botschaft bekommen. Noch eine Karte bitte für die kommende Woche. Eine Karte bitte für die kommende Woche.
9. bis 15. September. 9. Okay, da zeigt sie sich, ich sehe sie auch schon. Da haben wir das Thema, achso, bevor ich jetzt darauf eingehe, spüre ich jetzt folgende Energie, das möchte ich dir mal ganz kurz sagen. Ich habe das Gefühl, dass einige von euch nächste Woche wirklich gepusht werden. Und zwar, wenn es tatsächlich darum geht, Visionen zu verfolgen, etwas umzusetzen, ja? Sich mehr zu zeigen, sich an die Arbeit zu machen. Ich habe das Gefühl, einige von euch, ihr werdet wirklich von etwas oder jemanden ermutigt. Ihr werdet hier von jemandem motiviert, gepusht. Das ist, was ich wahrnehme. Zum Beispiel ist es ein lieber Mensch an deiner Seite, der dich hier wirklich unterstützt, der dich hier wirklich ermutigt, einen wichtigen Schritt zu unternehmen. Es kann auch tatsächlich, es können auch deine Spirit Guides sein, deine Ahnen, die sich hier zeigen und dir Impulse mitgeben, die dich hier unterstützen auf deinem Weg, damit du deine Aufgabe annimmst, damit du zum Beispiel deiner Berufung nachgehst, deiner Bestimmung folgst. Ne? Also das nämlich wirklich war, ihr werdet gepusht. Man wird gepusht, damit es hier vorwärts geht, damit es hier in die Aktion geht. Also das nehme ich hier wirklich wahr. Also ich spüre nach wie vor bei einigen von euch, ihr habt hier tatsächlich, hier stärkt euch jemand den Rücken. Hier stärkt euch wirklich jemand den Rücken. So, was haben wir hier? Selbstliebe. Hier zeigt sich auf jeden Fall das Thema Selbstliebe ganz extrem. Also ich habe zum einen tatsächlich das Gefühl, tu immer mehr Dinge, natürlich, die du liebst, das ist klar, weil somit wird dadurch natürlich auch deine Selbstliebe, dein Selbstrespekt gefördert, wenn du tatsächlich Dinge tust, die du liebst. Weil somit zeigst du tatsächlich ebenfalls auch Liebe zu dir selbst natürlich, okay? Des Weiteren habe ich auch das Gefühl, jetzt vor allem auch mit der Perle hier, da denke ich wirklich, ja, du erkennst immer mehr und mehr wirklich deinen Wert. Du erkennst deinen Wert, du erkennst, wie wertvoll du bist. Deine Selbstliebe steigert sich. Das ist das, was ich sehe. Deine Selbstliebe steigert sich. Ja, schön. Was haben wir drunter? Hier geht es darum, okay, Clearing. Es geht also hier um eine Art Klärung. Hier darf sich etwas klären. Also hier kann es wirklich bedeuten, dass etwas sich nun wirklich klärt. Ich habe aber auch das Gefühl, dass die Karte mir hier tatsächlich wirklich sagen möchte. Du kannst etwas greifen. Etwas ist innerhalb deiner Sichtweise gerückt. Das ist das Gefühl, was ich habe. Etwas ist innerhalb deiner Sichtweise gerückt und es ist zum Greifen nah. Das spüre ich hier ebenfalls auch extrem mit dieser Karte. Also hier wird dir ebenfalls aber auch geholfen, entweder etwas zu klären, weil du hast ja deine Helfer-Guides sozusagen. Hier zeigen sich die Natur-Spirits und hier zeigen sich die Helfer-Guides. Also ich habe das Gefühl, du bekommst hier tatsächlich Hilfe, etwas zu klären, etwas zu erreichen und dich gegebenenfalls auch selbst nicht länger zurückzuhalten. Ja, das ist das, was ich hier ebenfalls auch spüre. Was haben wir hier? Das ist das Vergnügen. Es geht ja also um deine Freuden-Guides, Freudenwächter. Und hier wird auf jeden Fall gesagt, dass du Dinge ebenfalls nun auch wirklich tust, die dir Freude bereiten. Und das sieht man auch mit dem Ritter der Stäbe, weil ich habe ja vorhin gesagt, der hat auf jeden Fall Lust, der will, der ist euphorisch, der ist begeistert, der ist fasziniert. Und hier mit den drei der Münzen auch. Also hier habe ich schon das Gefühl, dass einige von euch irgendetwas tun, was euch Freude bereitet, was ihr wirklich liebt zu tun. Ja, und somit wird dadurch auch ebenfalls eure Selbstliebe gesteigert. Das ist nämlich auch wahr. Des Weiteren ist das ebenfalls nun aber auch ein Hinweis für dich. Bei all der Arbeit, die hier schon bei einigen von euch zu sehen ist, darfst du jetzt ebenfalls auch mal wieder mehr Dinge tun, die dir einfach Vergnügen bereiten. Was auch immer dir wirklich Freude bereitet, was auch immer deine Hobbys sind. Gerne auch mehr davon. Ja, weil wir sehen hier schon starke Steinbock-Energie, habe ich dir schon ein paar Mal gesagt. Und Steinbock ist wirklich Arbeit, Arbeit, Arbeit. Arbeit ohne Ende. Und deswegen bei all der Arbeit, vergiss auch das Leben nicht. Vergiss nicht zu leben, Freude zu haben. Das ist hier auf jeden Fall sehr stark zu sehen. Viele von euch, ihr kommt jetzt immer mehr in eure Kraft wieder. Das ist genau das, was ich spüre. Also ich spüre das tatsächlich genauso. Ihr kommt immer mehr jetzt in eure Kraft. Auch wenn ihr zum Beispiel jetzt auch das Gefühl habt, okay, es ist alles sehr kräftezehrend. Aber das, was eigentlich geschieht, ist,
dass dir ein dickeres Fell wächst, wenn du weißt, was ich meine, ne? Um das jetzt einfach mal so umgangssprachlich zu sagen, euch wächst einfach ein dickeres Fell. Ja? Das ist ein Reifeprozess. Dinge gehen euch jetzt nun ebenfalls auch einfacher von der Hand. Das ist das, was ich spüre. Man kommt einfacher ins Umsetzen. Das sind die Energien, die ich wahrnehme. Also Vergnügen haben wir hier, Selbstliebe. Kann auch wirklich bedeuten, dass es für einige von euch auch heiß hergeht, wenn ihr wisst, was ich meine. Es ist denkbar, ich sehe das hier für einige. Ich habe auch das Gefühl, dass eine Art Vermutung sich hier ebenfalls auch für einige von euch bestätigen könnte. Etwas, was ihr geahnt habt, etwas, was ihr vermutet habt. Ich habe das Gefühl, das wird sich bestätigen. So, jetzt noch ein paar letzte Botschaften für die kommende Woche. Was sind noch die Botschaften für die kommende Woche? Der 9. bis 15. Ich wollte schon wieder aus Versehen 19. sagen. Was ist das mit dem 19.? Wer weiß. Vielleicht passiert da etwas. Vielleicht hat da jemand Geburtstag oder vielleicht ist da eine Hochzeit. Ich weiß es nicht, ne? Das weißt du jetzt am besten. So, die ist auf jeden Fall schon mal rausgefallen. Die hat was zu sagen. Ich hätte ganz gern noch weitere Energien bitte für die kommende Woche. 9. bis 15. September nächste Woche. Weitere Botschaften bitte für die kommende Woche. 9. Okay. So, ich hebe sie mal eben auf. Es sind zwei Karten jetzt noch rausgefallen. Und, nee, warte mal, es sind drei. Oha, oh, spannend. Ja, also, Karte Nummer 1, da haben wir die Eigenmagie. Alles ist möglich. Das ist jetzt hier ein Hinweis darauf, dass jetzt nun für dich, ja, sozusagen alles möglich ist. Oder dass zumindest mehr möglich für dich ist, als vorher für dich möglich gewesen ist, wenn du weißt, was ich meine, okay? Das wird hier ebenfalls auch, ja, das ist ein Hinweis darauf. Also hier ist alles möglich, mehr möglich, als du dir vorstellen könntest, in Bezug auf dein Leben, in Bezug auf deine Vorstellungskraft. Ich habe das Gefühl, tatsächlich, deine Träume sind in die Sichtweise gerückt. Und ich habe das Gefühl, einige von euch, ihr beginnt ebenfalls nun auch damit, wieder größer zu denken, größer zu träumen. Ja? Und du bekommst jetzt immer mehr und mehr das Gefühl, dass für dich mehr möglich ist, als du bisher erfahren hast. Ja, das ist so, ja, größer denken, größere Visionen. Ja, das ist das, was ich hier wirklich wahrnehme. So, Merlins Höhle zeigt sich hier. Du bist mit allem verbunden. Ja, wir sind alle miteinander verbunden. Wir sind alle miteinander verbunden. Und dazu gehören auch, der Teufel, die Schattenenergien. Alles ist miteinander verbunden, die lichtvollen Kräfte als auch die dunklen Kräfte, weil ganz ehrlich, sie gehören nun einmal dazu. Sie gehören nun einmal dazu, sie sind nun einmal Bestandteil hier auf der Erde. Okay? Wir sind alles hier auf der Erde. Licht als auch Schatten. Und wenn man das verdrängen möchte, wenn man das bekämpft, umso stärker wird es. Okay? Du bist mit einem verbunden, kann jetzt auch ein Hinweis darauf sein, dass du mit diesen Seelen in der nächsten Woche unglaublich stark verbunden bist. Vielleicht auch mit deiner Seelenfamilie, weil ich habe hier die 10. Kelche, das ist natürlich wow, ne? Und es kann auch wirklich bedeuten, dass du nächste Woche, wie ich das vorhin auch schon gesagt habe, mehr spürst als gewöhnlich. Zum Beispiel jetzt auch deine Krafttiere, deine Ahnen. Ja, das ist das, was ich hier auch habe. Die Karte lege ich mal dahin. Du kommst jetzt erstmal hier rüber. So, okay. Dann haben wir die Karte. Ah, okay. Die Drachen der Elemente. Erfahre Reinigung und Schutz auf höchster Ebene. Aus höchster, nicht auf, aus. Aus höchster Ebene. Also hier habe ich das Gefühl, ja, du wirst hier auf jeden Fall auch beschützt. Es wird ebenfalls natürlich jetzt auch darauf hingewiesen, pass auch ein bisschen auf deine Energie auf, weil wir haben hier die Energie des Teufels. Ja? Gilt es natürlich auch nicht zu ignorieren. Und der Teufel kann natürlich jetzt auch schon ja gewisse Fremdener oder kann auf gewisse Fremdenergien hindeuten. Ja, das kann natürlich jetzt auch damit gemeinsam. Warte mal, den wollte ich doch gar nicht da hinlegen. Der kommt jetzt dahin. So, also erfahre Reinigung und Schutz aus höchster Ebene. Hier wird also etwas gereinigt. Klärung,
haben wir hier. Dir wird ebenfalls auch dabei geholfen, etwas zu reinigen, etwas zu klären. Dein Energiefeld zum Beispiel auch, deinen Körper zu reinigen, zu entgiften zum Beispiel auch. Ja, einige von euch, ihr bekommt ebenfalls, jetzt nochmal darauf zurückzukommen, ihr bekommt einige Downloads, einige wichtige, ja, wichtige Informationen ebenfalls auch. Neues Wissen wird euch zuteil. Neue Weisheit sozusagen. Aber du erfährst momentan eine starke Reinigung. Und es kann deshalb auch sein, dass du körperliche Symptome wahrnimmst, okay? Die Karte decken wir gleich auf. Erstmal hätte ich jetzt ganz gerne die Karte unten drunter. Da haben wir Glückseligkeit und Frieden. Lass belastende Energien los. Und das ist nämlich genau das, was hier stattfindet. Erfahre Reinigung und Schutz. Lass belastende Energien los. Ja? Du lässt ja also etwas los. Belastende, schwierige, toxische Energien. Vielleicht auch toxische Menschen, ja? Da weißt du jetzt am allerbesten, was damit gemeint ist. Also hier ist eine Reinigung. Hier findet eine Reinigung statt. Das ist hier auf jeden Fall zu sehen. Beziehungsweise geht es auch für dich darum, belastende, negative Energien loszulassen und sich nicht länger damit zu befassen, sich nicht länger darauf zu versteifen. Okay, weil, ich sage es nochmal, Energie fließt dorthin, wo die Aufmerksamkeit ist. Natürlich gibt es jetzt einige in der spirituellen Szene, die sagen, oh Gott, du musst dich schützen. Du musst eine goldene Lichtschutzkugel um dich herum bauen und sowas. Ich wäre vorsichtig, weil je mehr du dem Universum zu verstehen gibst, ich muss mich schützen, um Gottes Willen, da ist Gefahr, umso mehr wird das auch in dein Leben eintreten. Okay? Wir sind nun mal mit allem verbunden. Wir spüren nun mal alles so, das ist, ich will nicht sagen normal, ja, fast schon, aber wir sind, jeder ist mit jedem verbunden. Ja, bis zu einem Grad ist Schutz natürlich richtig. Aber wenn du dann dich zu sehr schützt, dann bist du gar nicht mehr offen. Da bist du gar nicht mehr offen zum Beispiel für all das Schöne, was in dein Leben treten möchte. Okay, also Vorsicht vor diesen Dingen, oh Gott, ich muss mich schützen. Weil ganz ehrlich, ich habe die Erfahrung gemacht. Wenn ich sage, oh Gott, ich muss mich jetzt schützen, ich muss mich da jetzt erstmal abgrenzen und so, oh Gottes Willen, ne? Das löst Panik und Angst aus in mir. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ja, man darf sich hier bis zu einem gewissen Grad natürlich jetzt hier distanzieren, indem man seine Aufmerksamkeit nicht länger darauf legt. Okay? Was haben wir hier? Der Mantel der Kraft, hol dir deine Kraft zurück. Das ist das, was jetzt hier auch kommt. Du holst dir jetzt vermehrt auch deine Kraft wieder zurück. Das ist das, was stattfindet. Das ist nicht unbedingt immer einfach. Das ist kein einfacher Prozess. Aber es gehört zur Weiterentwicklung, zum Seelenprozess natürlich auch irgendwo mit dazu. Du holst dir deine Kraft zurück. Mehr wird für dich jetzt nur möglich, möglicherweise vielleicht auch sogar direkt alles. Ja? Und achte ebenfalls auch auf deine Worte, die du sprichst, weil Worte haben ebenfalls auch Macht. Okay? So, ihr Lieben, also lass belastende Energien los. Das wird auf jeden Fall kommen. Lass es einfach los. So, ihr Lieben, ich bedanke mich bei euch ganz doll fürs Zusehen und wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall sehr über ein Like und ebenfalls über ein Abo freuen und ich wünsche dir eine wunderschöne nächste Woche und sage bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen, bis bald. Tschüss!